Ja, ich habe jetzt gerade erstmal nochmal nebenbei geguckt. Ja, Ich suche mit dem gerade Plattenmeister. erstmal nochmal nebenbei geguckt. Und Plattenmeister. habe ich dann entdeckt, dass es ja hier tatsächlich noch eine kleine Gegend gibt. So. War mir gar nicht mehr so, also wusste ich gar nicht mehr. Deswegen Hab's gucken wir schon. hier mal nach, was hier so ist. Hier waren noch ein paar nette Truhen. Katalysatoren brauche ich wahrscheinlich, aber habe ich schon genug von. Ehrlich. Knappe Plattenmeister, den suchen wir. 3000 Gold, das ist gar kein Problem. Der Großmeister der Plattenrüstung lebt auf einer Anhöhe in der Mitte der Bakara-Wüste. Ah, okay. Da sehe ich uns ja tatsächlich auch Hab's nochmal. schon. Ganz nett, aber unnütz. Ja, der Loot ist hier halt einfach nicht so klasse. Haben wir den schon Hab's gemacht? schon. Nein. Aber wir nehmen das natürlich mit, ist ja klar. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, weiß Wem ich nicht. soll das denn nützen? Kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Alles klärchen. Oh, was haben wir denn da oben noch? Eine Prüfung. Gucken wir uns mal die Prüfung an. Was ist das für eine Prüfung? Geschicks na, schaffst du das? Jawohl. Nein, nein, nein. Haben wir alle nicht geschafft. Richtige Versager sind wir. Reparieren, Großmeister. Aha, der ist also hier. Was ist denn noch in dieser kleinen Hütte hier? Oder was auch immer das. Was ist das denn? Ah ja. Mal für alle schön ein bisschen Glück mitgenommen. Nicht schlecht, würde ich mal behaupten. Eigentlich müssten wir jetzt mal schauen, dass wir auf ganz stabilen Wege nach Forest kommen, würde ich sagen. Dann gehen wir wahrscheinlich nochmal für ein Jahr in den Knast, aber es nützt nichts. Wir haben die Questnummer jetzt erledigt. Wollen wir uns um die noch kümmern? So, just for fun mal. Komm. Ich sag, dass hier keiner ankommen wird. Okay, okay. Das ist zwar nur ein Kratzer, Au! aber kümmere dich drum. Ah, der sollte mal schnell weg, Soll hoffe mich ich. das jetzt beeindrucken? Ist zwar nur ein Kratzer, Und wir könnten aber natürlich kümmere gleich nochmal dich einen drum. Glitzer kleinen Flächenschaden loslassen. Das alles schon welche, die wir gemacht haben, die da hinten Der nächste! Nein, ist nur einer, ne? Geht der jetzt auch? Aber brauchen wir auch manchmal echt nicht viel, um die umzuhauen. Komm, jawohl. Lassen wir liegen. Tritt sich bestimmt fest. Du gehst mal kurz an die Falle ran. Das ist ein gestickter Bogen Ganz halt, ne? nett, aber unnütz. Keinen Platz Ja, wir mehr. machen auf jeden Fall noch das Inventar leer. Bevor wir nach Forest gehen. Obwohl, eigentlich auch egal. Können wir auch da verkaufen. Ist zwar nur ein Nächste. Kratzer, aber kümmere Au! dich drum. Ich weiß halt auch gar nicht, ob die uns in Forest überhaupt reinlassen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ich könnte mir nämlich vorstellen, von dem her nicht so unbedingt gerne mehr. Oh, ein schöner Ring. Mal gucken. Wem soll das denn nützen? Bringt wirklich niemanden was. Auf jeden Fall hauen wir die ganz schön schnell weg. Ich weiß auch, so am Anfang hat man dann ja doch noch ein bisschen länger für die Gebrauch. Aber jetzt ja gar nicht mehr. Wem soll das Ja. denn nützen? Yeah. Verkaufen. Wem soll das denn Auch nichts nützen? Gutes drauf. Auch nicht. Zack, zack. Zack. Luftresistenz permanent. Gut, habt ihr jetzt bekommen. Ist egal. Nimmt dann mit.
Per Ables. Immer schön Ables snacken. Da ist noch einmal einer. Und hier, zack. Ich denke mal, dass das jetzt mittlerweile wieder ganz anschaulich aussieht. Sind wir den hier nochmal mit? Bin auch nicht sicher, ob wir überhaupt hier in die Richtung müssen. Oder ob das nur zu Fuß zu erreichen ist. Oder mit Rad. Bakada-Wüste müssen wir nämlich nicht hin. Das ist fast der einzige Ort, wo wir nicht hin müssen. Eigentlich nur Forest oder Everly. Everly. Ich da nochmal irgendwann hintersteige, wie man das aussprechen soll, ne? Wir schauen nochmal nach Zaubern. Immer mal gucken. Ein paar fehlen uns ja schon noch. Willkommen in der Körpergilde. Schwäche heilen, Körperresistenz, Regeneration, Fliegen. Eine Faust ist ein richtig starker, meine ich. Um mal einen reinzuhauen. Sonst ist hier aber nichts gewesen. Willkommen in der Gilde der Seele. Untote verjagen, Lebensspur. Wahrung. Schafft eine Bindung zwischen Körper und Seele und verzögert so den Tod durch massiven körperlichen Schaden. Ah, okay. Wir sind ja schon Meister. Der ist eigentlich nicht ganz verkehrt. Ist jetzt die Frage, nehmen wir uns den mit? Kann keiner mehr drauf gehen, ne? Nehmen wir mit. Willkommen in der Gilde des Geistes. Geisterresistenz, Charme, Furcht verjagen, Telepathie, ja, Berserker, Lähmung heilen. Ne, da ist nichts Gutes dabei gewesen. Außerdem gibt es keinen Platz mehr. Kriegt sie jetzt natürlich direkt. Perfekt. Direkt kriegt sie den. Ist ja klar. Wir machen noch vor, bevor wir verkaufen. Ein bisschen Gegenstandherstellung. Mehr haben wir nicht. Doch. Okay. Hier noch ein bisschen was. Hast du noch was? Nein. Gut. Da war auf jeden Fall ein Zauber mit Keine bei. Keine Ahnung. Wem soll das denn nützen? Ist ja klar, interessiert Keinen bin, Platz mehr. Was das genau ist für einer. Keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz. Ganz nett, aber unnütz. Ach, ich kann auch nicht alles. Das müssen wir auch nochmal alles verkaufen. Kein Platz hier. Mehr. Das sind Trollblutdinger. Ein bisschen werden wir wohl noch, doch noch hier in der Stadt bleiben. Guten Tag. Ich finde, das ist manchmal ein bisschen zu viel, dass man immer so viel Scheiß bekommt, in Anführungsstrichen. Und das Inventar hält das immer so. Direkt voll. Danke. Ne? Das ist halt echt manchmal ein bisschen nervig. Ich habe keinen Platz. Was kann. Die Schuhe hat er noch gar nicht erkannt gehabt. Ganz nett, aber unnütz. Krankheit heilen. Haben wir Wem doch schon. Soll das denn nützen? Ganz nett. Wem soll das denn nützen? Auch beides verkaufen. Auch. Davon haben wir genug auf der Ganz Bank nett, rumliegen. Aber ohne. Von dem Mondstein. Trollblut auch und von dem Weißen auch. Glaube ich zumindest. Keinen Platz mehr. Okay, jetzt hast du keinen Platz mehr. Dein Ring könntest du ja mal. Da brennt einem ja der Hut! Erhöht die Effekte aller Feuerzauber. Genau sowas wollen wir noch haben. Genau sowas wollen wir haben. Sehr, sehr gut. Freut mich. dann hatten wir jetzt noch ordentlich was an der Rüstung, was wir verkauft. Ach, guck, kenn ich hat nicht. Noch ein bisschen was, was er noch gar Kenn ich nicht. Erkannt hat.
Na gut, jetzt hat er alles erkannt. Guten Tag. Verkaufen. Und zwar, also das hier alles haben. Die Waffen allerdings nicht. Danke, bis dann. Guten Tag. Darf ich helfen? Aber die Waffen haben. Danke. Sehr gut. Dann gehen wir hier vorne rein und verkaufen mal die ganzen Trollput-Dinger. Kann ich euch helfen? Haben wir jetzt zu viel verkauft? Nein, ne? Ich glaube auch nicht. Gold, ne? Wie? Halt so gut Wem Gold. Soll das denn nützen? Die Achterstiefel können doch bestimmt jemand gebrauchen, oder? Nee, tatsächlich nicht. Das hast du noch gar nicht erkannt. Wem soll das denn nützen? So, das noch auch alles in die Zweieren. Das auch. Guck mal, haben wir jetzt hier nur noch die Hufeisen? Die Dinger. Nice. Kann ich euch helfen? Also alles, was du hier haben willst, kannst du natürlich jetzt gerne haben. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Yes, sir. Komm, dann gehen wir jetzt hier Guten rein. Guten Tag. Ja, ja, nein. Danke, bis dann. Bis dann, Ski. Guten Tag. Darf ich helfen? Jo. Danke. Nö. Das haben wir jetzt alles. Jetzt haben wir das Inventar wieder leer. Noch hier ein Trollblut, aber gar keinen Bock, den jetzt noch zu verkaufen. Da können wir jetzt auch rein theoretisch einfach mal schauen, wo uns die Pferdedame hinbringt heute. Oder wo ging es hier nochmal hin? Nach Tartalia. Da kommen wir ja her. Hallo, ihr wollt reisen. Amondillo Bacada, wir müssen wirklich nicht hin, ne? Ich hätte halt Bock, heute alle kleineren Nebenquests wegzumachen. Ahoi, willkommen an Bord! Gehen wir jetzt doch dann einfach zu Fuß? Bin mir halt aber nicht sicher, wo wir da hinkommen. Komm, wir warten einen Tag. Und erst ein Day sagen. Hört sich halt komplett falsch an. So. Man braucht auch immer mal was zu trinken nebenbei. Das ist halt einfach wichtig. Was trinke ich denn? Fertigen. Eistee, aber so einen selbstgemixten. Schmeckt immer ganz gut. Und hat auch keinen Zucker so wirklich drin. Kann man ganz gerne mal nebenbei wegtrinken. Ist halt ein bisschen geiler als immer nur so Wasser oder so. Ich trinke immer recht viel nebenbei. Ahoi! Willkommen an Bord! Zur Insel müssten wir auch noch, ne? Zwar einmal wegen dem und wegen den zwei. Komm, da gehen wir hin. Ahoi! Anker hoch um Segel setzen! Zwei Statuen sind da noch. Magisches Auge. Dann machen wir. Oh, mal hier, Bewahrung. Nice. Ja, ich denke aber nicht, dass wir Bewahrung brauchen groß. Kann ich mir nicht vorstellen. Nehmen wir natürlich mit, ist ja klar. Geschenkengaul schaut man halt auch einfach nicht ins Maul. Dann wird das ja nur ein Skelettviecher. So schnell weg. Wir müssen halt auch noch hier in eine Dungeon rein. Dazu habe ich halt auch Bock mal wieder jetzt einen Dungeon rein. Hat er gestanden? Er stand doch gerade auf mir. Mir. Stand auf mich drauf, oder nicht? Oder konnte er fliegen? Der gute Mann.
Ja. Ich dachte auch immer so, die Insel hier ist so voll stark und geht man erst am späteren Ende des Spiels hin. Aber wenn das jetzt hier dieses Dinger bleibt, aber unnütz. Wüsste ich nicht, warum mir das irgendwelche Schwierigkeiten machen sollte. Bis jetzt kann ich auch noch nicht nachvollziehen, wieso ich das schon mal angefangen habe und dann gesagt habe, nee, das ist mir zu schwer. Wem soll das denn nützen? Wem soll das denn nützen? Das nicht. Wem soll das denn also die nützen? Waffe könnte vielleicht gut sein, aber nee, eigentlich wem ist soll das denn mein Schwert nützen? Besser. Wir müssen auch noch Axtmeister werden, ne? Dafür müssen wir noch mal ja! zu den Zwergen wieder hin. Das geht ja auch nur über Harmondil. Wird also noch ein bisschen dauern. Kriegt man die easy entspannt weg und die machen nicht so komische Sachen mit einem oder so. Solide gute Gegner, finde ich. Braucht man auch nicht großen Zauber raufwirken oder so. Ich würde auch sagen, wir versuchen hier halt mal alles frei zu machen. Was sind hier? Hier sind Geister. Da wissen wir jetzt ja mittlerweile, dass die uns halt nicht zu nahe kommen dürfen. Weil die uns sonst alt machen. Oh, die kämpfen aber auch gegen andere. Da mischen wir uns natürlich erstmal nicht ein. Weiß ich nicht. Das weißt du mal wieder. Was soll nicht. Das denn sein? Doppelter Schaden gegen Untote. Untote. Ist das ein Relikt? Lass uns das mal nachgucken. Ist das ein Relikt? Kann, oder ein Artefakt? Der Untoten. Nee, ich glaube nicht. Das ist ja ein Speer, ne? Nee. Aber ich glaube, dass das trotzdem nicht so ganz verkehrt ist. Wer konnte da nochmal Speer sehen, ne? Was soll das denn sein? Und warum wem soll das denn nützen? Halber Schaden durch Fernkampfangriffe. Entschärfen plus 4. Kann sie ja nochmal mitnehmen, bis sie ihren Zauber hat. Kaufen wir natürlich. Und weiß ich noch nicht genau, könnte man. Kann er auf jeden Fall nicht so unbedingt gebrauchen. Ziehen. Ich würde es vielleicht ihm hier geben. Voll nein, verkaufen wir. Weg damit, wir haben doch auch einen Zauber. Weiß ich dafür. Nicht. Warum sollten wir das? Guck mal, das ist 1:1 Austauschung. Tauschung. Wenn wir eine Truhe haben, die wir nicht aufbekommen. Hoffentlich haben wir dann noch den. Die Schuhe, dass es denn damit klappt. So ist der Gedanke dahinter. Verkaufen wir auch. Unsere Bogenschützin hat halt auch einfach einen guten Bogen und. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das sind schon recht viele. Da einfach easy entspannt vielleicht von hier draufschießen können. Guck mal, der ist zum Beispiel triggert uns. Die Gespenster aber wiederum nicht so wirklich. Und was macht ihr da oben? Ich würde jetzt ein bisschen weiter weggehen. Einmal aus dem Grund, dass es ein bisschen schneller geht mit dem Aufschießen. Guck mal, jetzt. Muss er nämlich die ganzen Angriffe von da hinten ja auch alle mitmachen. Dauert zu lang. Cool wäre, wenn jetzt hier gar keiner ankommt.
alle vorher schaffen. Albern. Aber spätestens der, denke ich, wird hier ankommen. Versuch den noch wegzumachen, den kleineren. Und den anderen dann auf Nahkampf wegzumachen. Ich glaube, die können versteinern. Machen wir mal Schutz gegen Magie. Ist sicher, ist sicher. Wir haben eh jetzt voll viele Buffs drauf. Also deswegen. Hab ich. Sehr, fällt mir die Insel sogar sehr gut. Vorne ist auch echt viel los. Die Gespenster hätte ich halt gerne weg. Ja. Wir halten jetzt einfach mal eh drauf. Mal gucken, was am Ende noch steht. Nicht mehr viel. Jedenfalls noch Gespenster, denke ich. Ja. Jetzt werden ja safe Gespenster auf mich zukommen. Immer noch nicht. Der Nächste. Ich hab mittlerweile gedacht. Mir sind auch tatsächlich die Steingargolds lieber als die Geister. Weil die Geister auf Nahkampf kannst du nicht machen. Gargolds auf Nahkampf, glaube ich, kein Problem. Kein größeres. Ich glaube, die könnten ein Leben. Noch ganz gut geklappt. Ja. Oh, Tempel der Sonne, da müssen wir auf jeden Fall was rausholen, eine Statue. Ich weiß noch nicht, wie weit wir da rein müssen oder wie groß die da drin ist, ne? Ich hab auf jeden Fall Bock, die anzugehen. Ich mache mir tatsächlich mal in dem Bike, glaube ich, eine Map dafür auf. Überleg dann, ob wir die noch angehen wollen oder ob wir das lassen. Aufgaben sehen wie folgt aus. Das ist ja die in The Forest. Wo ist ein Forest? Da ist Forest nicht. Hier ist Forest. Da. In Tempel des Mondes und in Tempel der Sonne. Tempel der Sonne, machen wir uns hier eine Map auf. Die geht doch, die ist easy, die machen wir schnell durch. Ich nehme mal hier vorne den Loot mitnehmen. Ehre. Und dann jagen wir die da hinten nochmal auf dem Wasser. Auf dem Wasser. Oh, was ist das denn? Das ist doch auch noch so ein Ding, was wir anbeten müssen. Yeah. Cool. Da müssen wir bestimmt auch gleich hin als nächstes, wenn wir das hier fertig haben. Also wenn ich es richtig sehe, ist das eine Instanz, die wirklich nicht groß ist. Und Rinder. Was wir nochmal gucken könnten, ist. Ken ist bei 8. Das noch nicht erkennt, ne? Soll mich das jetzt beeindrucken? Soll mich das jetzt beeindrucken? Aber kümmere dich drum. Glaube ich. Also so ganz leicht sind sie nicht.
Oh, das sind doch gleich direkt stark, ne? Mit der eine war auf jeden Fall stark. Albern. Dann sind sie halt albern, ne? Wenn du hast. Soll mich das jetzt beeindrucken? Kann mir vorstellen, dass soll mich das können. Jetzt beeindrucken? Haben wir noch Schutz vor Magie? Magisches Auge fast erwartet, Schutz vor Magie. Ja, noch 6 Stunden. Also. Nur ein Katzer. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ich dachte gerade echt, dass wir können. In der frische Luft schnappen. Wir können ja nochmal wiederkommen. Können wir machen. Wenn jetzt aber auch erstmal fertig mal. Weil das sieht hier auch gar nicht mehr so einfach aus, wie ich erst dachte. Weil von denen die stärkeren, muss man sagen, sind nicht schlecht. Daumen. Aber die kleineren können halt. Ist zwar nur ein Krim, war das schon alles? Das. Ich denke mal, wenn wir hier die Türen aufmachen, kommen da nochmal welche raus. Noch einer? Okay. Wird jetzt mit mehr gerechnet? Daumen. Oh, da ist noch einer. Schockst du? Gleich weg. Sehr nice. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Wem soll das denn? So. Bei dir wollten wir nochmal schauen, wie dem Schwert 11 Schaden. Nee. Kommt dann bei weitem nicht ran. Gut. Welche Farbe hat das Fass? Violett. Für dich. Jetzt kriegst du das. Check, bist du? Das war nur ein Kratzer? Au! Wir hätten mal unsere Entschärfungsschuhe anmachen sollen. Oh, da ist doch die Statue, die wir suchen. Voila! Wir machen heilen und dann machen wir eben auf jeden Regeneration drauf. Ja, wir können da einmal geteilt sein. Fast alle oben. Jetzt überall Regeneration drauf. Und auf dich nochmal. Und natürlich nicht zu vergessen, auf sie auch nochmal rauf. Wem soll das denn nützen? Ganz nett, aber unnütz. Ganz nett. Aber unnütz. Ich weiß nicht, was das ist. Na, was kennst du? Die kennst du nicht. Sonst kennst du aber alles hier. Ein Ausweichen. Du bist einfach mal direkt du. Ja. Merken uns aber, dass wir hier die Fallen nicht einfach mal so machen können. Und. Das wird uns da die anderen Schuhe anziehen, auf jeden Fall. So, jetzt machen wir hier auf. Okay. Ja. Soll mich das jetzt beeindrucken? Sind das eigentlich normale Menschen oder was sollen das sein? Kleriker, ja, doch. Soll mich das jetzt beeindrucken? Hey, tut mir leid, wirklich. Na, egal. Nicht so viel reingezwiebelt zum Glück. Ganz nett, aber unnütz. Oh, Zauberpunkte plus 10 kriegst du. 10 Zauberpunkte nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist ja klar. Wo ist er jetzt? Da. Aber sie muss auch mehr viel aushalten, ne? Ich weiß nicht. Nee. Echt keiner. Orange. Keine Ahnung, was orange ist. Auf gut Glück würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist nicht ganz falsch angebracht. Und was liegt hier noch in der Ecke? Ganz nett, aber einfach unnütz. Nur ein Stab. Okay, also ein Speer. Ich glaube, jetzt haben wir nur noch ein Türchen. Da wird bestimmt viel hinter sein. Ein Kack. Mensch. Hätte jetzt echt gedacht, hier ist ein
bisschen was am Start. Digga, was ist das für ein Angriff? Ist das so eine Art Bombe oder was? Dau. Warum schießt du in die Decke? Au! Nur ein Katzer. Au! Soll mich das jetzt beeindrucken? Das schaffen wir locker durch. Die Statue noch. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Damit ich fast auch weg. Besser hab ich halt wirklich gar keinen Bock. Weiß ich nicht. Wem soll das denn nützen? Also Gold. Auffällig. Gehen wir nochmal links und rechts. Hier, also hier auf die rein. Das ist doch bestimmt auch gleich hier einer. Weitergehen! Was machst du denn mit mir? Schön sieht er nicht aus, ne? Schön ist er nicht. Oh. Ganz nett, aber unnütz. Echt nur ganz nett. Oh! Der nächste! Ah, fällt er runter? Nee. Hätte ich sogar gedacht, dass er runterfällt. Hätte halt echt sein können. Gut, damit haben wir das alles fertig. Müssen noch hier kurz mal rein. Haben wir nur noch rote Mönche, die hauen wir aber echt schnell weg. Da wir ja immer noch Schutz vor Magie drin haben, sollten die uns auch nichts Größeres können. Dau. Sonst wären wir doch bestimmt jetzt schon wieder enorm benebelt, betrunken, betroffen. Weiß ich nicht. Was ist das? Orange. Kannst du nehmen? Ah ne, du brauchst doch gar keine Intelligenz. Egal. Egal. Jetzt kannst du es aber brauchen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Komm, mach auf da den Aal. Mach fertig. Violett. Kannst tatsächlich auch mal du gebrauchen. Dafür kriegst du jetzt aber mal Ausdauer. Damit habt ihr jetzt, glaube ich, ganz gut Trefferpunkte, ja. Jetzt würde ich erstmal wieder auf Krieger ein bisschen mehr gehen. Das ist die Falle da. Der habe ich jetzt nicht gerechnet. Soll mich das jetzt beeindrucken? Soll mich das jetzt beeindrucken? Nur ein Katzer. Sind aber alles keine Starken, ne? Nee, die sind nicht stark. Auch du nicht? Doch, du bist wiederum die stärkere Variante auf jeden Fall. Okay. B-Zahl, Dau. Oh, wäre gut, wenn du schon umhaust und den auch. Ja, jetzt haben wir nämlich nur noch den einen. Und da noch irgendwelche versteckt, da oben. Wir haben keinen Schutz mehr vor Magie. Direkt erstmal aufmachen. Sicher ist sicher, mal sowas. Umhang. Sehr geil. Außerdem müssen wir... Wem soll das denn nützen? Gibt's hier keine besonderen Stäbe? Und irgendwie ist hier doch noch Blut versteckt. Und jetzt bestimmt noch irgendwo eine komische Tür. Da. Und doch, hab ich's doch bewusst. Au! Ich hab's doch gewusst. Na komm, hau ihn um. Nö.
sind das für Knöpfe hier? Was auch immer ich gemacht habe, ich hab's irgendwie jetzt richtig gemacht. Ganz nett, aber unnütz. Gelb ist Hass. Gelb war Geschick. Gelb, Geschick. Und grün war wiederum Aussage. Das tue ich jetzt aber mal wieder. Dann haben wir jetzt hier auch alles. Au! Oh, die scheiß Falle. Jetzt muss ich mal tatsächlich gucken. Ich glaube, wir haben aber alles entdeckt, oder? Hier sieht es noch irgendwie so aus, als wenn man... Au! Oh, die scheiß Falle. Aber da waren wir von oben. Also ich... Wir haben jetzt ja alles. Bin ich jetzt echt sicher. Bin ich mir sicher. Gut, wie sieht das Inventar aus? Voll. Fast voll. Ah, schaffe noch eine. Mach auf jeden Fall die Insel leer. Die Instanz war jetzt wirklich gar kein Problem. Oh, die würde ich gerne weghaben. Oh. War das schon alles? Die hier sind. Ja, easy, easy, easy. Besser magisches Auge mal aktivieren. Ich hab wirklich gar keinen Plan, wo wir hier so sind. Ja. Ja, ja, ja. Der hat sich da ja auch irgendwie verfangen, oder? Das sah irgendwie noch buggy aus. Au! Soll mich. Digga. Vor allem, was ist das für ein Laub drauf? Oh, der wird gut, bevor der hier ist. Komm. Ich glaube, er hat uns älter gemacht. Keine Ahnung. Ich höre das immer nicht. Da ist noch einer. Ja! Danke, aber auch mal. Müssen wir halt nur noch den Tempel des Mondes machen. Dann haben wir die Shadow auch. Und dann war die dritte. Oh, wo war die dritte? Kann mich nicht erinnern, ne? Obelisk. Lazy. Was ist hier drinne? Aha. Einfach so ein Strebe hoch, okay. Hier. Wem soll das denn nützen? Oha! Mächtiger. Wo? Alter Falter. Oha. So, F11. Und jetzt mit Glück hier reinfassen. Nochmal reinfassen. Nix, nix drinne. Ganz nett! Aber unnütz. Hier mal ein kleines Schlücken. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Au! Wo sind wir jetzt? Da ist, glaube ich, der Tempel des Mondes. Da kommt er noch raus. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir die hier ganz schnell wegbekommen. Eigentlich sollten wir nicht viel können. Die fallen echt ganz gut rum. Der nächste! Fand ich ganz gut. Oh, also schön mitten rein, ey. Wir werden schnell weg. Wegen Skelette. Super Gegner, ne? Super Gegner. Habe ich gar nichts. Aber wo sind wir jetzt? War das schon alles? Wo sind wir jetzt? Ist das hier? War mal eine Bank, würde ich sagen. So, lang mal da rein. Da passt nichts mehr rein. Nix, gar nichts mehr. Wem soll das denn nützen? Ganz nett, aber unnütz. Was ist hier so drinne? Ausweichenmeister, aha. Kampfkunstmeister. Ihr habt euch auch beide gefunden, ne? Oleg und Bolleg.
Eine Flans, okay. Was ist hier drin? So eine Art Teleporter, okay. Wir waren hier ja auch noch nicht fertig. Und das Gebäude hier anscheinend ja auch irgendwie nicht. Lernen-Großmeister und Schild-Großmeister, alles klar. Und die Flucht. Aha, aha, aha. So, lass uns da nochmal hin teleportieren. Teleporter fühle ich auf jeden Fall. Geld mitnehmen. Hier mal reinkicken. Keine Ahnung. Was, ich nee. Hab was nichts ganz nett. Aber ohne. Zauberpunkte plus 8. Nee. Ja, schön, 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 schön. So, die Fliegen hier nochmal wegmachen. Also wirklich, es könnte nichts sein. War das schon alles? Jetzt schnell die drei von der Tankstelle wegmachen. Drei guten Jungs von der Tankstelle. Der Nächste! Ja. Gut, 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 gut. Albern. Einfach albern. Ja. Was ist das für ein Altar hier? Ihr betet und irgendwas hat's gebracht und ihr habt nicht gesehen, was es war. Auszeichnung für Damage. Ausstehende Geldstrafe 0. Eingefängnisstrafe abgesessen. Ein Ritter. Sieg in der Arena, 5 Meistersiege. Lorenz Diehl befreit. Haben wir ihn doch befreit? Den Wettbewerb auf Goblins auf dem Schloss haben und die verdrehen. Aha. Aha, aha, aha. Ah, guck mal, geschickt, permanent. Schön. Oh, was ist hier? Was ist hier für ein Steinkreis? Was geht hier für eine Party? Gar keine. Ah ja. Waren wir doch jetzt hier auch überall? Hier in dem Komplex waren wir nicht. Das könnte aber auch der Dungeon des Mondes sein. Ja. Dann müssen wir da vorne nochmal ins kleine Höchstchen reingucken. Okay. Also da waren wir dann ja schon. Dann machen wir jetzt schnell mal den Mond. Das... Obwohl natürlich das Inventar echt voll ist, ne? Ah gut. Sie kann noch ein bisschen. Ah, ein bisschen wird noch gehen. Gehen wir rein? Jo, ne? Ich würde auch sagen. Das machen wir. Rinder. Sieht gar nicht so aus wie ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Nur ein Kratzer. Kann das sein, dass du mich jetzt die ganze Zeit alt machst? Nur ein Kratzer. Auf jeden Fall, würde ich sagen, können die jetzt nicht so viel. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Haha, das war ich.